Bonjour! Willkommen zurück zum nächsten Part gegen die unaussprechlichen Lens. Ich weiß das einfach nicht. Also mit französischen Namen wäre ich auf jeden Fall nicht mehr glücklich, aber egal. Mit euch bin ich auf jeden Fall glücklich und mit diesem Let's Play ebenso, weil es wirklich gut läuft. Wir sind aktuell vorne mit dabei. Kämpfen eigentlich ständig um die Tabellenspitze, ist auch irgendwie ein ständiger Wechsel, aber der FC Sochaux ist auch irgendwie so gut drauf wie wir zurzeit, auch überhaupt nicht zu besiegen und dementsprechend eng geht es eben zur Sache oben, aber passt eigentlich so. Ja, mach mal weiter. Ihn hier können wir mal ignorieren, wichtige Termine im März, wir haben keine englische Woche, das ist auch mal ganz gut zu wissen. Der Trainingsbericht. Jetzt sind einige wieder zufrieden. Vielleicht, weil wir endlich wieder trainieren. Und David Schloffer. Ich glaube, ich weiß sogar, welcher Treffer das war. Also scheinbar hat er das Tor des Monats gewonnen. Ich glaube, das war dieser eine Distanzschuss, der uns dann den Sieg gebracht hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, genau, das war jetzt. Ja, wirklich nettes Tor. Müssen wir natürlich loben. David, leidenschaftlich. Freut mich auf jeden Fall. Bringt natürlich die Moral immer gut drauf und hilft uns dann umso mehr. Gut, Reserve. Wen mache ich verfügbar? Wanschan auf jeden Fall. Sudan, nein. Der wird bei der U19 spielen. Epai ist 20, wird also nicht bei der U19 spielen. Segura ebenfalls. Poulin. Immer machen wir einfach gleich bei ihm, damit er Spielpraxis behält. Rüff, Charles, Fratsch und Lopez. Was wir da noch für Innenverteidiger haben, also da werden wir ordentlich aussortieren müssen im Sommer. Fonseca machen wir spielberechtigt, genauso wie den Krnicki. Wobei, nee, da sind wir uns ja schon relativ sicher, dass wir den nicht nehmen. Kané würde ich sagen, lassen wir spielen. Del Fabbro unbedingt. Goujon unbedingt. Also unsere zweite Mannschaft kann sich sehen lassen. Joshua, Matthäus, die würde ich sagen, nehmen wir alle für die U19. Die ja normalerweise, ja, einen Tag später spielt. Das passt dann, glaube ich, ganz gut. Posteingang, was gibt es Neues? Übertragungsrechte, ja, 18.000. Zufriedenheit des Vorstands, sehr zufrieden. Nur mit dieser Neuverpflichtung sind sie unzufrieden. Also ich bin da eigentlich nicht unzufrieden. Für die U19, glaube ich, ist das ein ganz guter Transfer. Hat uns ja auch nicht viel gekostet. Würde ich jetzt vermuten, 100.000, ja. Ist nicht wenig Geld, aber wir haben es ja. Was ist denn da los? Das schaut echt nicht gut aus. Sind ordentlich in der Kreide, obwohl wir diesen Monat nur 149 Euro ausgegeben haben. Und obwohl wir nur... Obwohl wir innerhalb unseres Transferbudgets arbeiten und zwar ganz locker. Aber gut, wir werden einfach mal so weiterarbeiten wie bisher und werden dann eh sehen, wie sich das Ganze entwickelt finanziell. Im Sommer müssen wir auf jeden Fall den Kader verkleinern und uns von einigen Spielern trennen, die mit denen wir nicht mehr planen und lieber ein paar junge Talente dazu holen. Und jetzt haben wir genug gequatscht. Viel Glück, Männer. Wir legen los. Kurz noch Handshake mit Sikora. Der will gar nicht loslassen. Aber ist egal, den geben wir nachher einfach ein Autogramm und dann sollte das schon passen. So großkotzig geredet und jetzt kriegen wir gleich das Tor. Nee. Außenverteidiger gehen sehr offensiv mit vor. Aber da haben wir Traoré, da passiert nichts. Schloffer bekommt den Ball da von Evans, den er gut erobert hat. Zum Einwerfen zu blöd. Darf er eh schon die Hand nehmen und muss nicht schwierig mit dem Fuß einen Pass spielen. Basile Coin, vielleicht die Konterchance. Evans. Ich habe das Gefühl, dass die ganz gut drauf sind.
Und ich bin nervös. Wieder langer Ball auf Evans. Der schaut gar nicht, wo der Ball kommt, oder? Der läuft einfach stur seinen Weg. Erste gute Chance für uns. Ja. Was soll ich da sagen? Ja, sehr gut. Gegnerischer Fehler sorgt für die Ecke. Die tritt wie immer Traoré. Kommt dann nochmal die Chance. Eine Chance vielleicht bräuchte er noch. Gibt aber keine mehr. Also Partie beginnt sehr offen. Gegner setzt anscheinend noch nicht so aggressiv unter Druck, stellt aber da alles ganz gut zu. Also es bleibt uns trotzdem nur dieser lange Ball übrig. Ich hoffe, wir haben das nötige Glück auch in der Partie. Ist nämlich alles andere als einfach. Also die spielen jetzt dieses 4-3-3. Das merken wir eben auch mit diesen sehr offensiven Flügeln hier. Mein Wunsch für die Partie wäre jetzt, wenn ich es mir aussuchen könnte, dass wir irgendwie mit Glück in Führung gehen. Ich meine, mein Wunsch wäre natürlich, wir gehen souverän mit 5-0 in Führung. Aber realistischer Wunsch ist, wir gehen mit Glück in Führung und ich kann dann auf das 5-4-1-System umstellen. Damit wir die gegnerischen Flügel dann ein bisschen rausnehmen aus der Partie. Traoré mit der Grätsche, die daneben geht. Ganz gefährlich. Haaland klärt. Aber uns gelingt es überhaupt nicht, ein Spiel aufzuziehen und da ist schon das 0-1. Absolut verdient. Also wir sind bisher einfach nicht vorhanden. Und ja, womöglich muss ich dann jetzt wieder Formation wechseln. Dann bleibt mir eh nichts anderes übrig. Das müsste abseits sein, ja. Also wir versuchen wirklich oft einfach nur diesen langen Ball, weil uns im Mittelfeld diese Anspielstationen fehlen. Aber Gegner ist natürlich auch ein Verein, die waren jahrelang in der ersten Liga. Da gehören sie eigentlich auch hin. Ich glaube, ich habe bei der zweiten Taktik die Anweisungen vergessen einzustellen. Das muss man auch notieren. Auch schon da. Wir sehen, hier ist der Abstand extrem groß zu den Stürmern. Jetzt vielleicht die Chance. Ah. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Was für eine Chance. Free Cash. Schade. Ich werde auch noch was anderes überlegen, und zwar noch eine dritte Taktik. Die haben wir in der Schlussphase gespielt gegen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Gegen Stade Rennes war das, genau. Das war dieses 4-4-1-1 System. Denn das Problem ist halt einfach, wenn wir in Rückstand sind und der Gegner hat so eine offensive Formation mit Flügeln, dann haben wir halt echt das Problem, dass unsere Formation zu, diese, die wir gerade vor kurzem eingestellt haben, wahrscheinlich zu defensiv ist. Also wir werden es jetzt wieder versuchen. Aber ja, ist halt meine Befürchtung. Und ach, gefährlich.
Ja, ein 4-4-1-1 hilft uns da auf jeden Fall, glaube ich, mehr. Dadurch sollte man defensiv zwar trotzdem relativ sattelfest stehen, aber haben dann vorne einfach eine Anspielstation mehr. Ich erwarte eine enorme Leistungssteigerung. Die versuchen wir irgendwie aufzumuntern. Bei einem hat es wenigstens geklappt. Okay. Wir stellen jetzt um auf diese Formation. Auf das 5-4-1-System. Widmore geht auf rechts. Evans als falsche 9. Traoré auf links. Das passt auch. Wanchan statt Schlofer. Achso, die Anweisungen. Die darf ich echt nicht vergessen, weil das Ball halten, das geduldig spielen und das durch die Mitte müssen wir wegtun und hinterlaufen. Hätte ich auch ganz gern. Das darf ich dann auf jeden Fall nicht vergessen. Boah, da kriegt man Kopfweh. Wanchan macht das gut, lässt da keinen Ball durch. Also, Wanchan will ich ganz gerne eine reinhauen für die Aktion jetzt gerade. Hätte da einfach mal ins Laufduell gehen können. Stattdessen spaziert er einfach seelenruhig und lässt den Gegner fast einen Konter machen. Naja, Widmore macht das gut. Also ich glaube, dieser Gedankengang, ich hoffe, dass ihr den nachvollziehen könnt, denn ich persönlich finde, das wirkt jetzt schon mal nicht so schlecht mit dieser Formation. Also wenn der Gegner echt starke Flügel hat, lassen wir zumindest nicht allzu viel zu gerade. Trotzdem die Ecke. Die nicht ungefährlich war. So, jetzt muss ich noch was einstellen. Ah! Wir haben bei den Ecken niemanden, der den kurzen Pfosten abdeckt. Ich stelle das nachher alles bei den Standardsituationen ein. Gute Chance, nächste Ecke. So, und jetzt gehen wir mal auf Kontrolle mit der Mentalität. Und abseits, sehr gut. Der ist heute auch schon öfter immer abseits gestanden. Also wir sehen, dass die Abseitsfalle auch funktioniert, wenn man einen Verteidiger auf Rückendeckung hat. Also können wir Halen ruhig so lassen. Widmore geht am Flügel halt wieder auf und da ist Evans. Ah, Riesenchance. So. Gehen jetzt gleich aufs 4-4-2-System. Bei den Stürmerrollen müssen wir jetzt noch schauen. Ein Knipser, dann Stoßstürmer. Zwei sehr offensive Rollen. Bei Free Cash habe ich wegen der Gelben irgendwie gar nicht so Angst, muss ich sagen. Dass der Gelb-Rote kassiert. Liegt natürlich auch in der Spielerrolle als zurückgezogener Spielmacher. Hat er nicht so eine arg aggressive Rolle.
Evans klärt, aber Basilaka ist da ein bisschen zu langsam. So, ich bringe jetzt noch Kané statt Basilaka als Ballerobernd auf Unterstützen. Gehen jetzt auf jeden Fall mehr ins Pressing und versuchen hart zu tacklen. Also wir müssen jetzt echt schauen, dass wir den Gegner früh unter Druck setzen und einfach nach vorne mehr machen können. Haaland macht das gut. Wanchan macht das schlecht. Aber Wanchan macht seine Aktion vergessen, indem Traoré einfach was noch Schlechteres abliefert. Ach. Keine gute Partie von uns. Kané, was willst du? Ich meine, das ist so bescheuert. Es ist, als würde ich mit dem Auto fahren und sehe die Wand vor mir und denke mir, fahre ich halt rein, ist ja wurscht. Was nicht, voll bescheuert. Ganz stark von Free Cash. Eine Sache. Ich stelle einen von den beiden als falsche 9 ein. Wir haben jetzt da nämlich ganz gut gesehen, dass die Gegner hier fast eine Überzahlsituation haben gegen unsere zentralen Mittelfeldspieler. Und ich denke mir, dass das vielleicht gar keine schlechte Idee ist, dass wir einen Stürmer haben, der dann sich von hinten aus dem Mittelfeld noch die Bälle holt. Während wir mit Evans halt einen haben, der vorne dann lauert. Innocencio wieder ganz stark. Das ist fast mein Lieblingstransfer jetzt gewesen in letzter Zeit. Und das, obwohl wir viele gute Transfers gemacht haben. Evans. Den Ball dann mehr oder weniger gerettet, weil die Flanke echt nicht gut war. Zu schwach. Also ich versuche es jetzt noch aufzumuntern. Epay versucht sich hier den Ball zu holen, macht das auch. Aber Frikesh hat sich gedacht, Kané hat das vorhin so gut gemacht, ich mache das auch und renne einfach mal in den Gegner. Wow, abgefälscht, da haben wir fast noch das Glück. Also zugelassen haben wir nicht mehr viel in der zweiten Halbzeit. Taktik defensiv funktioniert, offensiv passiert halt zu wenig. Also zumindest keine zwingenden Chancen. Jetzt mit dem FIFA 2 geht's. Das heißt, wir werden das eben auch noch zusätzlich einstudieren. Haben wir erst 18 Minuten in dem Part. Das heißt, nach dem Spiel werden wir das jetzt alles machen. Haben wir genug Zeit dafür. Und dann gibt's Freistoß. Und dann ergibt das Ganze für mich schon ein ziemlich rundes Konzept von unserer Taktik. Das heißt, wir haben eine dominante Taktik, wo wir selbst sehr viel, eigentlich sehr viel durch die Mitte spielen, aber Flügelspieler haben, die dann das Spiel breit machen, wenn die mitgehen, also die Flügelverteidiger. Dann haben wir noch eine Taktik, die gut funktioniert, wenn der Gegner über die Flügel kommt. Da sind wir defensiv sehr stark, da müssen wir noch schauen, dass die offensiv funktioniert. Und dann hätte ich eben noch gerne eine Taktik 1-4-4-2 oder 4-4-1-1, je nachdem, wenn wir in Rückstand sind. Ich glaube, dann sieht das Ganze schon nicht so schlecht aus. Was sagen wir halt? Ich bin unzufrieden mit eurer Leistung. Ich glaube, das ist auch mal ganz gut jetzt gewesen, dieser Dämpfer. Einfach mal, um nicht zu überheblich zu sein. Das ist beim FM ja auch immer wieder gefährlich. So, Traoré kommt auf dieser Position schon sehr gut zurecht. Das freut mich. Zusätzlichen Fokus hat der zurzeit keinen. Da gehen wir jetzt mal aufs Tackling. Sollte doch die Basis sein eines Verteidigers. Gut, Frikesh gesperrt, da bringen wir Kané. Nehmen wir halt das Ball erobern, hilft eh nichts. Gut, die Formation möchte ich jetzt aber eigentlich trotzdem anders nennen, weil Kompi von klingt irgendwie blöd. Das ist ein 5, 5, 4, 1, AJ, also Ajaxo. Und
Da müssen wir jetzt noch diese Anweisungen machen. Also durch die Mitte brauchen wir nicht. Wir werden Ball halten und geduldig spielen. Hinterlaufen. Und das Spiel davor mit kurzen Pässen, den sollte ich vielleicht auch noch machen. Gut. Und bei den Rollen, das haben wir eigentlich eh schon. Und da laden wir jetzt einfach diese Formation. Und machen daraus ein 4-4-2-System. Wobei ich eben mir wirklich überlegen muss, wie wir das hinkriegen. Also durch die Mitte tun wir auch wieder weg. Wie wir das hinkriegen, dass wir trotzdem relativ offensiv sind. Das heißt, hinterlaufen auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, wir werden beide Flügel auf Attack stellen dann. Oder nee, das ist vielleicht ein bisschen zu krass. Wir werden auch sagen, dass wir das Spiel eng machen. Das soll vor allem dann die Spieler hier betreffen. Schauen, ob ich das dann einstellen kann auch noch. Die machen automatisch das Spiel breit. Ja, egal. Dann tun wir das weg. Gehen wir auf ausgewogen. Gut, und jetzt müssen wir schauen, dass hier diese Lücke nicht so groß wird. Also falsche 9 passt. Und dann brauchen wir einen zurückgezogenen Spielmacher, der aber auch mit nach vorgeht. Und einen Box-to-Box. Dadurch sollten wir diese Lücken hier ganz gut abdecken können. Jetzt gehen wir einfach wieder zurück zu unserer Formation. Muss ich schauen. Haelin, Kané, Basilica, Widmont. Das passt, glaube ich, alles ganz gut. Und statt Frikash kommt Goujon mit. Da brauche ich dann aber natürlich einen Innenverteidiger mit. Jetzt wo Kané aufgestellt ist. Das heißt, Moment kurz, U19, genau die, das passt. Das heißt, Wanchan tun wir runter und ich nehme Charles mit, der kann eh Linksverteidigung spielen. Dann haben wir einen Außenverteidiger auch mit. Und noch was habe ich? Die Anweisungen, genau die habe ich schon eingestellt. Trick der Taktik habe ich aufgeschrieben. Und die Ecken waren das Problem. Müssen wir nur schauen, Ecken in der Verteidigung, kurzen Pfosten haben wir eh, hier haben wir auch einen kurzen Pfosten, also ich weiß nicht, warum die Meldung gekommen ist. Ja, Potenzial hätte er, uninteressant wäre er auch nicht, aber brauchen ihn einfach nicht. Dafür schauen wir uns den, wo haben wir ihn von Seca nochmal genauer an. Die Zielstrebigkeit gefällt mir halt wirklich gut bei ihm. Aber das ist momentan noch kein Verein interessiert. Das überlegen wir uns noch. Ich meine, eigentlich würde ich gerne Charles Fratsch, Del Fabro und Dings abgeben. Wie heißt er? Saint-Ruf. Das heißt 4 Innenverteidiger. Und stattdessen ihn holen, das wäre jetzt so mein Masterplan. Wir haben auch mit 4 Innenverteidigern gespielt, spannend. Charles. Ah, okay, check schon. Fratsch und Charles als wahrscheinlich gleiche Formation. Ja. Mann des Spiels war Jean-Philippe Simon. Sehr viel Potenzial. Hat er einen Tutor? Nee, gibt auch keinen geeigneten. Also ein Vorschlag von euch ist ja vor einiger Zeit mal gekommen, dass ich ältere Spieler verpflichten soll, die einfach gute Tutoren sind. Die Idee gefällt mir eigentlich, wenn ich jemanden verpflichte, den ich als Spielertrainer hole, quasi, der dann irgendwo Assistenztrainer ist und zusätzlich noch erfahrener Spieler für ein Jahr, sollte man sich das überlegen. Gut, der ist jetzt auf die Transferliste gesetzt worden. Wo wir schon gesagt haben, den sollten wir uns überlegen. Scouten wir nochmal. Schuldenstand, jetzt können wir nur noch 20% von dem Geld, das wir einnehmen, wieder ausgeben für neue Transfers. Und, herrlich, der schöne Tag. Die neuen Jugendspieler werden aufgenommen. Die schauen wir uns jetzt in Ruhe durch. Luc, 14 Jahre, so ein Bart. Das gefällt mir. Persönlichkeit ausgeglichen, Zielstrebigkeit, naja.
wird eher nichts. Fardin, Louis Fardin, sehr wenig Zielstrebigkeit, aber Persönlichkeit äußerst ehrgeizig. Das heißt, die kann man vielleicht ausgleichen. Fähigkeiten, Abschluss, Ballannahme sind gut. Freistöße, naja, eher nicht so. Zielstrebigkeit ist gut. Physisch und mental in einigen Fähigkeiten sehr gut. Außenverteidiger, der halt leider überhaupt nicht flanken kann, aber den könnte man schon nehmen. Nino Prost. Physisch sehr stark, Technik 11. Aber ist mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig Potenzial, was die Scouts hier so sagen. Zielstrebigkeit 4, aber relativ ehrgeizig, also das könnte man auch ausgleichen. Ballannahme, Dribbling, Kopfballtechnik und Technik ist er gut. Mental aber sehr schwach, bis auf, sagen wir, 3 Punkte, 4 Punkte. Ja, okay, das geht auch noch. Ist erst 14, den nehmen wir auch. Moretti, Joseph Moretti, cooler Name. Zielstrebigkeit 3. Nee. Schaut auch nicht gut aus. Grease Bambo Later. Der gefällt mir schon besser. Innenverteidiger mit 15 ist er schon 1,76. Kopfballtechnik, Tackling, Freistöße, ist mental sehr stark. Zielstrebigkeit ist, naja, verbesserungswürdig, aber den nehmen wir auch. Gael David. Wird nicht viel Potenzial nachgesagt. Auch da ist die Zielstrebigkeit sehr weit unten. Schauen wir weiter. Gauthier. Gauthier. Relativ professionell. Den nehme ich mal auf. Charakter und Zielstrebigkeit sind fast das Wichtigste jetzt mal bei diesen jungen Spielern. Wen haben wir hier? Also so richtig das Riesentalent ist da bisher noch nicht dabei. Da haben wir jetzt jemanden, okay. Dem wird viel Talent nachgesagt. Zielstrebigkeit ist nicht so, da müssten wir auf jeden Fall nachjustieren, aber ist mental Teamwork 17 ist schon mal super. Den nehmen wir. Jean Ambassa. Wo haben wir ihn? Da. Corentin Schneider. Sehr gut, durchschnittlich gut bei den mentalen Fähigkeiten. Also muss man echt sagen, der ist sehr ehrgeizig, den nehmen wir auch. Besnard schaut auch gut aus, Zielstrebigkeit entschlossen. 14 Jahre jung, den nehmen wir auf jeden Fall. Nabil Dahir, sehr gute Zielstrebigkeit, physisch sehr stark, mental sehr interessante Fähigkeiten, Hashtag. Den schauen wir uns auch an. Und dann ist das hier der letzte. Sehr ehrgeizig, Zielstrebigkeit ist in Ordnung. Schon sehr gute Fähigkeiten hier. Den nehmen wir auch auf jeden Fall. Gut. Also der ganz große Star war da hier nicht dabei. Bei dem sollen wir angeblich. Okay. Dem wird sehr viel Talent nachgesagt. Den sollten wir uns noch, auch noch sichern. Aber sonst eher nicht wirklich viel dabei. Gut, einige haben wir genommen. Also ist mal sicher nicht schlecht. Wir müssen auch generell noch schauen, haben wir noch die Zeit? Gehen wir mal kurz auf die U19 und auf den Vertrag. Welche Verträge da auslaufen? Kein einziger. Das ist natürlich schön. Passt. Darf man natürlich nie vergessen, dass auch die Jugendspieler Verträge haben, die auslaufen können. Aber da wird man normalerweise eh immer relativ schön benachrichtigt. Gut. U19 hat gespielt ein 0 zu 0. Aus der ersten Mannschaft waren vier Spieler dabei. Ja, und den werden wir uns jetzt, glaube ich, dann echt bald sichern. Vertrag bis 2016. Ablösesumme ist jetzt schon bei 45.000 unten. Vielversprechender Rechtsverteidiger. Also Talent.
Moriarty macht keine Fortschritte. Da haben wir eh schon gesagt, den werden wir eher nicht brauchen. Thomas Colleen auch nicht. Verfügbare Spieler für die U19 wie immer. So ist es. Oh, 4. März, ich hatte gerade Geburtstag. Einen Tag vorher zumindest. Glückwünsche bitte einfach in die Kommentare. 19. Oh Gott, das ist mein 30er. 3. März 2019. Es ist quasi schon vorbei. So, gut, sehr schöne Zielstrebigkeit. Persönlichkeit wissen wir nicht, aber wir werden es uns einfach mal anschauen. Da sind viele, viele Fragezeichen, also möchte ich da noch nicht zu viel sagen. Und wir haben hier schon mal den ersten Spieler Jean am Wasser verpflichtet für die U19. Und plötzlich so viel Potenzial. Gut. Santos spielt nicht. Park schon 3 Spiele. Sehr gut. Ja. Eder Verissimo wenigstens auch 3 Spiele bei unserem Kooperationsverein. Aber die hatte er vorhin, glaube ich, auch schon. Jean Bertrand. Keine Ahnung genau. Vertrag hat er noch und der hat sich um einiges verbessert, wie wir hier sehen. Das heißt, dem werden wir jetzt mal sagen, oh, Part hat schon Überlänge. Flügelverteidiger links, dass er das jetzt mal lernen soll. Das sind ja einige Fähigkeiten, die er dann können muss. Das Wichtigste sollte jetzt echt mal Tackling und Deckung sein. Aber gut, der hat noch viele Baustellen. Nächster Jugendspieler. Wird ordentlich Potenzial nachgesagt. Geht so. Aber ich bin zufrieden. Wie gesagt, ja, also da sehen wir jetzt dann echt schon, dass dann hier auf jeden Fall viel mehr Potenzial da ist, als man geglaubt hat. Und sehr schön. Bettinelli als Mentor, das ist natürlich perfekt. Wie schaut es mit den anderen neuen aus? Ambassa müssten wir uns fast anschauen, dass der einen Mentor bekommt, aber da haben wir keinen. Kevin Neff ist 16 und könnte einen Profivertrag unterschreiben. Sollten wir ihm fast geben, würde ich sagen. 325 die Woche. Zu einem Profivertrag kann ich auf jeden Fall leben. Also finanziell nicht, aber für uns auf jeden Fall ein ganz guter Deal. Boah, auch dem wird viel Potenzial nachgesagt. Können wir da einen Tutor geben? Nee. Und die sind jetzt bereit, über den Transfer zu reden. Dann nehmen wir diese 45.000. Jetzt hätte ich natürlich verhandeln können, nicht Idiot. Aber ist ja wurscht. Großes Talent, okay. Dann schauen wir. Okay, machen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Ich muss aufs WC. Also im nächsten Part dann die Partie gegen Chamois Noir. Und wir machen die Vertragsgespräche mit Abdallah, weil ich es gerade sehe. Dann schauen wir, ob wir uns dieses Talent für den Sommer sichern können, diesen Rechtsverteidiger. Und ja, dann sage ich mal danke, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Part. Und da werden wir dann nochmal einen Blick auf die Nachwuchsspieler ja, werfen. Die haben nämlich gerade gegen unsere U19 gespielt und das, naja, ist für unsere U19 nicht so gut ausgegangen. Aber viel mehr möchte ich noch nicht verraten. Seht ihr dann gleich im nächsten Part. Also ich wünsche euch was. Bis dann, Leute, und ciao.